Willkommen von der Mobile World Congress 2014, wo wir das brandneue ZTE Blade L2 Smartphone hier haben mit einem 5 Zoll Display, 8,95 mm Dicke. Und das Display hat keine HD-Auflösung, sondern nur die 1100. Ich kann es euch gerade mal in den technischen Daten nachschauen. Ihr könnt es mal sehen. FWVGA heißt, wir haben nicht mehr als 840, aber noch auch unter der QHD-Auflösung, glaube ich. Wir haben hier einen Quad-Core-Prozessor von MediaTek drin. Auch natürlich schönes HSPA, also kein LTE. Hier drin leider aber eine 8-Megapixel-Kamera mit Blitz, beziehungsweise vorne eine 1-Megapixel-Kamera. Leider nur Bluetooth 3.0, aber auch Low Energy. Komischerweise, wahrscheinlich sollte es doch 4.0 heißen. WLAN, BGN und natürlich auch GPS-Radio und so weiter. Und leider nur Android 4.2 installiert, das wir euch kurz hier zeigen können. Auch Spanisch, wobei hier wir gerade in den akkutechnischen Daten drin sind. Wenn wir zurückgehen. Nochmal. Einstellungen. Und jetzt sehen wir das Android 4.2.2 und es heißt Blade L2. Wir haben vorne, wie gesagt, die 1-Megapixel-Kamera, die wir gleich mal ausprobieren, und die rückwärtige Kamera, nachdem wir ein bisschen um das Gerät herumgehen. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen An- und Ausschalter und ein Micro-USB und ein Mikrofon. Wir können die Rückseite abmachen, damit wir die SIM-Karten hier einfügen können. Wir haben hier Plastik bzw. Lautsprecher. Keine 5-Megapixel- und 8-Megapixel-Kamera, wie schon gesagt. Die Rückseite ist hier falsch bedruckt. Ein Blitz, Kopfhöreranschluss und auf dieser Seite natürlich den Lautstärkeregler. Wenn wir das ganze Gerät jetzt mal hier wirklich mit der Kamera ausprobieren, mit der Kamera-App sehen wir hier auf der Rückseite, das ist wirklich schön schnell, angenehm von der Geschwindigkeit her, und wir schauen auch gleich mal, welche Videoauflösung wir aufnehmen können. Etwas wurde noch nicht hier ganz richtig angepasst, denn, oh wei, doch, wir können hier einmal durchsliden, welche Funktionen wir haben wollen, und gehen mal kurz in die Einstellungen rein und schauen uns die Videoeinstellungen an. Wo ich jetzt allerdings keine Einstellungsmöglichkeit sehe für die Auflösung von dem Video. Interessant. Aber wir können es mal kurz umdrehen, dann könnt ihr mich selber anschauen hier mit der 1-Megapixel-Kamera, die hier eigentlich auch ganz okay ist. Die Geschwindigkeit könnte etwas schneller sein, aber der MediaTek-Prozessor mit 4 Kernen ist vielleicht doch nicht ganz der Kamera gewachsen oder ist noch nicht richtig angepasst, bevor es hier auf den Markt kommt. So. Wir haben hier dann natürlich noch ein paar Programme vorinstalliert, alles gerade auf Spanisch, weil wir in Barcelona sind für den Mobile World Congress. Aber ansonsten ein ganz schickes Gerät eigentlich. Der Preis wird natürlich die Frage sein, ob sich das ZTE hier durchsetzen können wird. Und nur für einen kleinen Größenvergleich habe ich natürlich noch das Apple iPhone 5S hier, damit ihr ein bisschen sehen könnt, 4 Zoll gegen 5 Zoll. Aber in der Dicke sind sie eigentlich genau identisch. Mein Name ist Balaschka, wenn ihr zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal. Das war das ZTE Blade L2 Smartphone mit einem 5 Zoll FWVGA Bildschirm. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren.